Herzlich willkommen bei Schwagers Barbecue. Moin. Lange haben wir uns nicht gesehen, aber wir sind dennoch froh, wieder am Grill zu stehen, wieder beim besten und schönsten Wetter ein schönes Stück Fleisch auf den Grill zu hauen. Genau, wie vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, mein lieber Schwager ist Papa geworden, ja. Und das war für uns Grund genug, diesen kleinen Naturwunder jeden Tag zuzusehen und für uns einfach, ja, wir brauchten eine Pause, weil das einfach so schön ist. Jetzt freuen wir uns aber auch wieder mal am Grill zu stehen. Wir haben eine richtig feine Geschichte gemacht. Was will Slava euch erzählen? Wir haben ein, was haben wir denn? Wir haben ein Dry-Aged Ribeye Steak. Das haben wir von Click & Grill bestellt, von Daniel Lindner. Ein super Stück Fleisch, 500 Gramm glaube ich ungefähr. Ja. Ne? Also für uns beide reicht das mal gerade für einen hohlen Zahn. Hat gereicht. Und ich würde sagen, wir machen dazu noch eine schöne Bärlauchbutter. Mhm. Denn zurzeit ist Bärlauchzeit. Und was liegt näher als diesen Knoblauch der Natur zu nutzen? Ja. Wird eine richtig feine Geschichte, einfach in den Zutaten. Leute, wenn ihr Bock habt, schaut zu, wir freuen uns drauf. Viel Spaß beim Video. An erster Stelle werden heute folgende Zutaten benötigt. Das ist ein richtig tolles Stück Fleisch. Dry Aged Ribeye Steak von Click & Grill von der Fleischerei Lindner. Das sind an die 500 Gramm. Wir werden noch eine Bärlauchbutter dazu machen und wir haben dazu frischen Bärlauch gestern gepflückt, mittlerweile vorgewaschen. Und wir brauchen natürlich dazu Butter, Salz, etwas Pfeffer, einen Schuss Zitrone und eine kleine Zwiebel. So Leute, die eine Zwiebel haben wir schon möglichst fein geschnitten. Da haben wir eine schöne Textur später in der Butter. Das bleibt auch so fein. Und jetzt kommen wir zu diesem herrlichen Bärlauch. Den kann man relativ teuer im Laden kaufen oder aber man geht in der Natur und holt sich das, was die Mutter Natur einem bereitstellt. Wir finden einfach dieses Aroma, dieses leichte Knoblaucharoma unglaublich genial. Und da tun wir uns jetzt einfach nichts Schwieriges an, sondern wir hacken den einfach grob vor, dass der später etwas einfacher im Mörser zu bearbeiten ist. Die Größe sollte schon reichen und wenn man da direkt die Nase dran hält, an dieses frisch geschnittene, stößt einem dieser Knoblauchduft entgegen. Einfach nur genial. Von der Menge her werden wir jetzt gute zwei Hände voll nehmen. Wir werden auch nur die Hälfte der Butter benutzen. Aber da kannst du einfach variieren, je nachdem, wie intensiv du das Knoblaucharoma haben möchtest. Das soll uns erstmal reichen. Und jetzt sehen wir uns am Mörser wieder. Der Bärlauch kommt jetzt hier vorne in unseren Mörser. Und damit das ein bisschen besser zu mörsern ist, kommt hier jetzt eine Spur von dem Salz rein. Das muss gar nicht viel sein, das sind so 2-3 Messerspitzen voll. Das probieren wir einfach mal, ob wir damit auskommen. Und dann ein bisschen Schmackes und richtig schön das Ganze zu einer geschmeidigen Paste zerstoßen, sodass wir nachher keine Probleme haben, das unter die Butter zu heben. So, das machen wir jetzt erstmal. So, 1 Minute, 2 Minuten sind rum. Und das Ganze hat schon richtige, pastenförmige Konsistenz angenommen. Und jetzt wollen wir noch so ein bisschen, so einen Zitronentouch drin haben. Natürlich kannst du jetzt auch eine frische nehmen, die hatten wir jetzt gerade nicht in der Hand. Dann nehmen wir jetzt einfach nur so ein paar Tröpfchen, so einen Stritzer. Mal gucken, nachschmecken kann man immer. Das soll einfach, so eine frische Note mit reingeben. Eine Prise Pfeffer kommt jetzt schon mit dazu. Und dann sind wir auch gleich schon fertig. Und können das Ganze in die Butter rühren. Aber Leute, frischer Bärlauch, frisch zerstoßen, eine absolute Duftnote. Richtig, richtig schön. So Leute, machen wir jetzt mit der Butter weiter. Und zwar nehmen wir erstmal nur die halbe Butter, um zu schauen, wie sich das vermengen lässt. Die ist auch schon etwas weicher geworden. In der Zeit, wo Arndt hier seinen Bärlauch gepresst hat, habe ich mit der Butter gekuschelt, damit die schön weich wird. Nein, die Sonne ist jetzt untergegangen und die Wolken sind nicht mehr da, deswegen ist sie nicht so weich geworden, aber das lässt sich dann doch schon noch zerdrücken. Arndt assistiert mir und packt noch ein bisschen Bärlauch dazu. Jawohl. Sauber. Eieiei, jetzt weiß ich, wovon du redest, ey. Wenn man da so nah dran steht, Hammer. So Leute, der Kampf ist beendet, das meiste ist drin. Und jetzt packen wir unsere Zwiebel noch rein. Die Zwiebel ist klein gewesen und wir haben die extra nur fein gehackt und nicht mit zermatscht, damit wir quasi so eine grobe Struktur da noch mit beibehalten können in der Butter. So, und das wird jetzt mit zum Ende hin auch mit eingearbeitet und dann ist im Prinzip die Butter ja auch schon fertig und kann im Kühlschrank und etwas fester werden. So Leute, wenn die Bärlauchbutter dann ihre
fertige Konsistenz hat, machen wir das natürlich auch noch gerne, dass wir die noch in Alufolie packen. Das macht so ziemlich jeder eigentlich. Man packt die danach in den Kühlschrank, rollt so eine Rolle oder macht so eine kleine Bratwurst daraus oder sonst was. Dann kann man das viel, viel besser portionieren, wenn man dann so ein Steak hat oder sowas in der Art. Also, dann kurzerhand Alufolie ausrollen, abreißen. Auf dem kürzesten Dienstwege die Butter da rauskramen. Boah, guck dir das mal an hier. Saftig. Klasse. So, und im Prinzip nichts anderes als so eine kleine Wurst daraus. Man kann auch mehrere machen, damit man die besser portionieren kann oder auf eine Grillparty mitnehmen kann oder. Wir machen jetzt hier eine große davon. Ja, und dann wird das eingerollt. Eingeklappt. Und etwas zusammengedrückt und eingerollt. Das sieht jetzt natürlich nicht so schön sauber aus, aber jetzt können auch die Handschuhe wieder weg und Feinpolishing. Ist überhaupt kein Hexenwerk. Fertig ist unser Bonbon. Das kommt jetzt in den Kühlschrank oder Gefrierfach, damit es schnell wieder fest wird. Und dann kann man auch einfach nur noch portionsweise Scheibchen abschneiden und auf den Steak draufknallen. So Leute, bevor es mit dem Fleisch auf den Beefer geht, machen wir ganz, ganz wenig Salz drauf. Also nur ganz dezent drüber, damit das Fleisch beim Beefen schon seine Säfte entfalten kann. Jetzt müsste ich mal die andere Hand hier benutzen. So. Wir haben auch Salz, wir haben ja auch schon etwas Salz in der Butter drin und wir können nachher auch noch ein Stück nachsalzen. Also viel mehr soll es nicht sein. Jetzt kann das wunderschöne Stück Fleisch hier direkt auf dem Beefer. Wir positionieren wie immer schön weit hinten, weil hinten ist die meiste Hitze bei dem Beefer. So, und Arndt, bitte, Abflug zum Beefer. So, das Fleisch ist gesalzen und es ist Zeit für den Beefer. Auf geht das! Oh yes! Wir versuchen jetzt mal das Fleisch für eine gute Minute erstmal von jeder Seite zu brutzeln und ja, schauen wir uns gleich mal an. Nimmst du die Zeit? Ja, ich weiß ja, was die Kamera aufnimmt, wie lange. Jawohl! Oh, ein irres Aroma, ich liebe es. Geil! Richtig, richtig geil. Knappe Minute später und wir schauen mal gemeinsam rein. Oh yes, Leute. Ja. Das sieht doch mal wirklich perfekt aus. Hammer. So, ich würde sagen, Zeit zum Drehen. Hammer. Oh, es zerfällt. Scheiße. Außer Hilfe. Pack so drunter, genau. Das ist sowas von zartes Fleisch. Oh. Aber da bleibt hier alles drauf. So, und dann wieder zweite Runde. Ab unter die Hitze. Ich meine, gibt es einen schöneren Sound? Oh mein Gott. Eieieiei. Boah, da kriegt man sofort Speichelfluss. Aber hundertprozentig. So, die zweite Minute ist um. Und wir schauen uns das Ergebnis mal an. Hammer. Hammer geil. Absolut genial. Guck dir diese Kruste an. Das stellen wir hier kurz mal ab. Denn das wird jetzt noch nicht durch sein. Wir werden jetzt den Grill auf kleinste Stufe einstellen. Und dieses herrliche Stück Fleisch einfach unten drin nochmal ruhen lassen. Ja, mal gucken, ob wir das hier reinmanövriert bekommen. Loslassen, so. Und dann werden wir das ab und zu mal mit einer Kerntemperatursonde überprüfen. Angestrebte Kerntemperatur sind 53, 54 Grad. Und jetzt gucken wir mal nach der Knäuterbutter. Das wird nicht mehr lange dauern. Ich freue mich drauf. So Leute, der war jetzt noch, ich sag mal, 10, 15 Minuten war der auf der kleinsten Flamme ganz unten hier. Und so sieht das scharfe Ding aus. Wir halten das hier mal so drüber. Hammer, oder? So, und jetzt ab zum Brett damit. Ja, ich folge dir, ne? Folge mir, unauffällig.
dieses wunderschöne Stück Fleisch. Guckt dir das an hier. Und Leute, ihr müsst ganz ehrlich, man muss dabei sein, man muss es riechen können. Hammer. Boah. Und direkt mal anschneiden. Oh, ist das ein Traum. Soll ich hier noch einen Mittelschnitt mal zeigen? Ja, ne? Wir haben das auf 54 Grad Kerntemperatur gebracht. Und Halleluja. Alter Verwalter, was freue ich mich hier drauf. Junge, Junge, Junge. So, dann schneiden wir noch ein paar Tranchen davon. Und dann kommt auch die Butter zum Einsatz. Die Butter, die habe ich gerade aus dem Kühlschrank rausgenommen. Die ist mittlerweile fest. Da machen wir jetzt einfach einen kurzen Prozess. Schneiden davon ein Stückchen ab. Von der Kante. Flippen das. Schneiden auch davon wieder 2 bis 3 kleine Scheibchen. So. Und die Struktur verrät das schon, dass das nicht zu doll gepresst worden ist. Das Kanonenrohr. Ja, ganze Fettschichten werden natürlich mehr zerdrückt als geschnitten, weil ich auch nicht so fähig bin hier. Wahnsinn, guck dir das mal an hier. Und die Butter direkt drüber. Hammerhart. Und jetzt geht's ans Probieren. So, es soll natürlich nichts vorkommen. Wir haben hier noch ein bisschen was von einem Goldwasser aus dem Biefer, was aufgefangen worden ist. Und das verteilen wir jetzt hier direkt noch mit drüber. Eieieiei. Lecker. Lass uns probieren. Hammer. Ja, Leute, was soll man dazu sagen? Wir freuen uns einfach, wieder mal gegrillt zu haben. Nicht lang schnacken, einfach probieren. Direkt rein damit. Fertig. So, nehmen wir mal hier so eine schöne Tranche. Ich hau mir noch ein Stück Salz drauf. Ich mag das mit ein bisschen mehr Salz. Ja, probier mal. Ja. Boah. Alleine die Butter. Kollege. Hammer. Cheers. Mmh. Oh. Mmh. Frischer Bärlauch. Saftig ohne Ende. Ich wollte sagen, die Knoblauchnote, die da durchkommt, Alter, die passt richtig gut. Aber trotzdem muss ich sagen, der Eigengeschmack vom Fleisch. Der wird nicht übertüncht oder so. Das ist richtig, richtig klasse. Geil. Ja, du. Wenn man dann Schneidkünsten, ne, müssen wir noch arbeiten. Ja, auch. Mal ein bisschen hier durch den Sud. Jetzt habe ich die richtige Kruste erwischt. Richtig, richtig lecker. Leute, unglaublich. Geht in den Wald, pflückt euch Bärlauch. Bei uns werden definitiv noch ein paar Bärlauch-Videos kommen. Kann man sich wunderbar vorbereiten, lässt sich einfrieren, hält dadurch auch richtig lange. Das heißt, man hat Ewigkeiten was davon. Eine richtig, richtig gute Geschichte. Ich Fleisch, ja, du, iss mal weiter. Fleisch ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Dry-Age in Trikot. Ich glaube, so ein Rib-Eye haben wir, glaube ich, noch nicht verfilmt. Und aber schon wohl mal gegessen. Und das ist natürlich in Dry-Age-Variante der absolute Hammer. Richtig spitze. Wirklich, wirklich empfehlenswert. Sollte euch das Video gefallen haben, dann könnt ihr das natürlich mit einem Daumen nach oben zeigen. Kommentiert unsere Videos und lasst ein Abo da. Ansonsten würden wir uns schon aufs nächste Mal freuen. Schaut wieder zu und wir sagen bis dann. Ciao.